genau auf meiner Seite. Heute möchte ich euch im Rahmen meiner Sub-Serie, genau, ein paar Bücher zeigen. Es sind gar nicht viele. Krimis, Thriller und ja, sowas in der Richtung. Ne? Ich lese ja eigentlich nicht Krimi und Thriller, aber ein paar habe ich doch und ich zeige sie euch einfach mal. So, erst kürzlich bei mir eingezogen ist von Monika Felten, die Königin der Schwerter. Ich habe es jetzt mal hier mit reingepackt. Könnte aber auch irgendwie Fantasy sein, aber ich bin mir nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Ich denke schon, dass es Thriller-Elemente beinhaltet. Weiter geht's mit, habe ich mal kostenlos auf der Leipziger Buchmesse bekommen. Da war, so konnte man sich mitnehmen, ne? Von Klaus Seibel, 10.000 Augen, ein Kriminalroman. Bekommt er auf mysteriöse Weise ein Paket zugespielt. Das sind Held-Web-Kameras und eine Forderung. Die Kameras sind in der Einsatzzentrale zu installieren, sonst droht Anschläge. Das LKA geht auf die Forderung ein und ein perfides Spiel beginnt, bei dem die ganze Welt live zusieht. Eigentlich klingt das gar nicht so schlecht. Vielleicht werde ich es doch mal lesen. Ich weiß es nicht. Kennt ihr das? 10.000 Augen. Ist das was? Für mich? Schöne Seelen, Philipp Tinkler. Ich habe das von vorablesen.de bekommen als Bonusmaterial. Einfach so. Nicht zum Rezensieren direkt gedacht. Von Kai und Abel oder Kain und Abel. Der Schriftsteller Oskar Kano will eine Therapie machen. Nicht für sich selbst, sondern anstelle seines Freundes Viktor. Der wiederum von seiner Ehefrau Mildred dazu genötigt wird. Wilhelm. Neuester Roman begleitet nicht nur Oskar in das Behandlungszimmer von Dr. irgendwas, Psychohilfe der besseren Kreise, sondern seziert jene Gesellschaft, in der die Gesichter mit Hyaluronsäure frisch gehalten werden und Klatsch das Grundnahrungsmittel darstellt. Okay, alles klar, kapiert, aber es ist doch schon ein bisschen älter, glaube ich, das Buch. Von, 2015, Nein, so alt ist es also noch nicht. Keine Ahnung. Erst kürzlich auf meinem Autumn to Read Challenge gezeigt, aber nicht geschafft zu lesen. Elizabeth George, Whisper Island, Sturmwarnung aus dem Ink Verlag. Ich gehe jetzt mal ganz schwer davon aus, dass es ein Thriller ist oder so. Becca King kann die Gedanken anderer Menschen hören. Sie umgeben sie wie ein ständiges Flüstern, dem sie nicht entrinnen kann. Ihr Stiefvater Jeff nutzte Beckers Fähigkeiten skrupellos aus und ermordete dann seinen Gesellschaftspartner. Jetzt ist er hinter Becker her. Auf einer geheimnisvollen, abgeschiedenen Insel soll sie sich bei einer Freundin ihrer Mutter verstecken. Könnte auch zu Fantasy zählen, aber ich packe das jetzt mal dahin. Das Buch Ohne Sterben ist der zweite Teil aus der Bastei-Löwe-Reihe von Anonymous. Es gibt noch ein Buch ohne Namen. Das ist der erste Teil. Ich habe das noch nicht. Ich weiß, es kann sehr, sehr brutal sein, habe ich mal gehört. Bin mir also noch nicht sicher, ob ich mir den ersten Teil überhaupt kaufen soll. Aber, So, jetzt möchte ich euch die wohl längste oder ja, die längste Subleiche ever zeigen. Wirklich, ever and ever. Ich habe ein Buch, mit 15 Jahren habe ich ein Buch angefangen, 15, 16. Ich weiß es noch ganz genau. Ich saß im Zug, war auf dem Weg zu einer Freundin, habe ein Buch gelesen und irgendwann kam so eine Stelle und mir ist wahnsinnig schlecht dabei geworden. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich kann das Buch nicht weiterlesen. Ich habe mir dann, musste dann umsteigen und habe mir dann vor Ort ein neues Buch gekauft, weiß nicht mehr was, aber das habe ich dann schnell gelesen gehabt. Das Problem ist einfach, dass ich von dem Buch, was ich euch gleich zeigen werde, bereits den ersten Teil gelesen habe und total geliebt und total liebte. Das Buch wurde auch verfilmt mit Denzel Washington und Angelina Jolie. Denzel saß im Rollstuhl und Angelina hat so mitgeholfen, Knochen auszugraben. Und jetzt sind wir schon auf dem richtigen Weg. Und zwar der zweite Teil von, einer der Teile von der Knochenjäger. Der Insektensammler.
von Jeffrey Deaver aus dem Plan Valley. Ich habe das Buch tatsächlich so viel gelesen. Hier ist auch noch meine wundervolle ein wundervolles Lesezeichen drin, David Beckham. Damals sah er noch so aus. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich das Buch überhaupt beenden soll, ob es einfach nur als Talisman in meinem Sub liegen bleibt und die alle Jahre wieder mit mir umzieht. Es hat schon mehrere Umzüge tatsächlich überstanden. Irgendwie gehört das auf den Sub. Ich hatte tatsächlich dieses Jahr, letztes Jahr, mal ein Buch gehabt, was ähnlich lang war. Das war The Green Mile von Stephen King. Hatte ich ähnlich lange auf dem Sub liegen. Dann habe ich es gelesen, war unfassbar geflasht, begeistert. Weil damals Green Mile hatte ich die ersten Seiten gelesen, fand ich dann langweilig. Dann habe ich es aber erneut versucht und dann war ich unfassbar begeistert. Aber hier, ich meine, der Junge sammelt Insekten und der ist so eklig und so. Also nicht, dass er Insekten sammelt, das ist nicht eklig, sondern die Art, dieses ganze Drumherum mit diesem so einem Jungen und dieses ganze Drumherum mit diesem Jungen und alles, das ist so eklig gewesen, was er mit den Insekten macht und was er selbst macht und überhaupt und ja. Ich kam dann irgendwann an irgendeine Stelle und dann dachte ich mir so, nö, danke, nö. Ja, I don't know, ich weiß es wirklich nicht. Weiterlesen, aber auch so als Sub-Anhängsel dran lassen. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Das war's mit Thriller, Krimi, schieß mich tot. Und als nächstes kommt noch eine Kategorie mit Romane, die ist lang, groß, aber deswegen habe ich jetzt noch dieses relativ kurze Video eingefügt. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Janine. Bye! Mm-hmm.